Auch wenn es seit einigen Monaten den Eindruck erweckt, der Benzinpreis sei vergleichsweise stabil, muss man sich gleichwohl darüber im Klaren sein, dass im Vergleich zu einigen Jahren zuvor die Preisspirale kräftig angezogen wurde und sich der Preis massiv nach oben entwickelt hat, auch wenn es im Augenblick so eine gewisse Stabilität einem vorgegaukelt wird. Insofern ist das Thema Preissparen, Spritsparen, Geldsparen immer noch etwas, was unverändert Gültigkeit hat. Und wenn es da Mittel und Wege gibt, die einem dazu helfen können, ist das natürlich etwas extrem Spannendes. Und darum geht es im folgenden Gespräch. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Ihr seid ja bei dem Thema Sprit einsparen und mehr, da passiert ja noch viel mehr, schon, ich sag mal, Pioniere gewesen auf dem Gebiet und seit vielen Jahren in der Thematik unterwegs. Das war so irgendwie so auch der Start bei euch, oder ist das falsch? Es ist fast richtig. Ist fast richtig, gut. Also wir haben ja die Produkte kommen aus dem medizinischen Bereich. Ja. Das sind eigentlich die ersten Produkte gewesen. Und wie ich dann zu der Sache dazugekommen bin, durch Zufall, ne, habe ich das aus der technischen Perspektive dann betrachtet und meine Partnerin gefragt, ob man das nicht ihr medizinisches Know-how, das mit Schwingung zu tun hat, auch natürlich auf das liebste Kind, auf das Auto umsetzen können. Und so hat sich das entwickelt aus dem Jahre 2001 mit dem ersten Versuchsfahrzeug, das ist ein BMW Z3. Und da ist es jetzt inzwischen ganz lustig so, weil es den anderen Bereich noch gibt, Abgasbereich. Vor 2 Jahren war die letzte ASO-Messung und die war 0 im Kohlenmonoxid und im HC 0. Also BMW-Kenner oder man muss schon sagen, wissen das, dass alte BMWs, und der ist jetzt Baujahr 99, ja, also 18 Jahre alt, dass die nicht die saubersten Autos sind. Ja, da kommt meistens die blaue Wolke raus und bei dem 0,0. Ja, und seit 2 Jahren misst die Werkstätte, die die Plakette machen müsste, der ist so sein Weltbild verschoben worden, der sagt, der steckt da kein Messgerät mehr rein in dieses Ding. Ja. Der gibt einfach den Stempel so drauf, ohne noch zu messen, weil er sagt, das ist ihm zu viel. Es ist aber, spannend, dass die Reduktion, die ihr auf die Art und Weise erreicht habt, am Anfang habe ich was von dem Einsparen angesprochen, das jetzt aus dem gesundheitlichen Aspekt ja viel dramatischer und viel bedeutsamer ist ja das, was an Schadstoffen dort reduziert werden kann, durch eine revolutionäre Technologie, muss man ja sagen. Eine Technologie, die es an sich gar nicht geben dürfte. Ja, genau. Also wir setzen ja an der Wurzel an der Verbrennung. Ja. Das heißt, durch die optimierte Verbrennung entstehen erst gar nicht diese Mengen an Schadstoffen. Und ich danke den ganzen Abgasskandalen, ja, weil ich habe früher immer wieder gesagt, wir reduzieren Abgase, das hat keinen gejuckt. Aber jetzt ist inzwischen in den letzten Jahren doch ein Bewusstsein geschaffen worden, ja, dass auch Abgase beim Auto geben kann. Das hat ja vorher keiner gewusst. Ja, klar. Ja, und jetzt ist es allgemein bekannt, es gibt Abgase, ja, mehr oder weniger, je nach Hersteller. Und das hilft uns schon auch in der Bewusstseinsförderung, dass das ein wichtiges Thema ist. Ja. Und dann gibt es auch so Studien, die da herkommen und sagen, okay, was da hinten rauskommt, ist nicht unbedingt gesund, der ganze Feinstaub und so weiter. Und da hat man natürlich die positive Auswirkung, wenn die Verbrennung optimiert ist, ja, entsteht das erst gar nicht. Ja. Ja. Weil die heutige Automobilindustrie, die macht ja eigentlich Nachbehandlung. Ja. Durch diese neue Technik müssen die immer mehr Geräte hinten nachbauen im Abgas, ja, die sehr aufwendig sind und teilweise auch nicht richtig funktionieren, behaupte ich mal so, ja, um das Abgas wieder sauber zu machen. Aber ich setze besser vorne an und optimiere die Verbrennung, statt hinten Abgas zu reinigen mit einer Technik, die dann nur den Spritverbrauch überhaupt anhebt. Und die letztendlich ja auch wieder zu irgendeiner Entsorgungsthematik führen muss. Denn in dem Moment, wo ich die Dinge reduziere oder rausfiltere, habe ich dann ja letztendlich auch wieder irgendwas,
was ich erst entsorgen muss. In dem Moment, wo ich vorne bei der Verbrennung anfange, entsteht der Schadstoff reduziert oder gar nicht. Und ich habe auch keine Probleme mit irgendwelchen Filtern, die ich dann ja auch letztendlich wieder irgendwie beseitigen muss. Richtig, der Partikelfilter, also ja. Je nach Fahrzeugtyp und Fahrweise Stadt, Land, geht der nach 150 bis 250.000 Kilometer, ist der voll. Ja? Den kann ich auch nicht mehr ausbrennen, den muss ich austauschen. Ja? Kostet nebenbei um die 1.500 Euro für den Verbraucher, einen neuen Partikelfilter einzusetzen. Ja? Das sind ja Folgekosten, die ich am Anfang noch gar nicht bedenke. Und ja, und ich habe das Teil. Ja. Also es, ich meine, das muss man ja auch, das ist immer so, ja, das kann ich, muss ich halt austauschen. Okay, kostet 1.000 Euro oder kostet mehr als 1.000 Euro, ist lästig, aber unter dem Aspekt der Umwelt habe ich... Ich muss entsorgen, ja. Ich muss entsorgen, ja. Das ist doch das Thema, was dann immer noch on top kommt. Ne? Genau, richtig. Und wenn ich das vorne durch eine intelligente Verbrennungssteuerung optimieren und verhindern kann, habe ich hinten nach auch die Entsorgungsproblematik, vielleicht nicht nach 100.000, sondern nach 300.000 oder... Bei uns gar nicht. Bei euch gar nicht, okay. Du hast jetzt sehr elegant und sehr vorsichtig gesagt, das, was da an Feinstaub rauskommt, ist nicht unmittelbar gesundheitsförderlich. Über wie viele Tote im Jahr reden wir denn bei dem Thema? Also das ist ja nicht irgendein Faktor, der mal zu Befindlichkeitsstörungen führt, sondern das ist ja ein... Ja, weltweit reden wir schon um einige Millionen Tote. Ja. Ja. Wenn man das jetzt in Deutschland bezieht, geht das schon in die Hunderttausende, ja. Ja, die in Folge dann an dem Thema sterben und das nimmt ja zu. Ja. Weil das Thema ist, dass die Autos, die einen Partikelfilter haben, ja, zwar diese groben Filter im Mikrobereich rausfiltern, ja, aber man muss sich das so vorstellen, das große Partikel trifft auf ein Sieb. Ja, da wird gläscht es drauf, wird natürlich ein Teil zurückgehalten, aber ein Teil geht auch durch das Sieb durch. Und der Teil, der durch das Sieb durchgeht, sind diese Nanopartikel. Und diese Nanopartikel, die gehen, sind auch lungengängig, die gehen direkt in den Körper ohne Filterung rein. Und mit dem müssen wir dann arbeiten. Ja. Das ist der Ultrafeinstaub, der entsteht aber erst durch diese feine Filterung. Wird natürlich nicht gemessen, weil im Nanobereich gibt es kaum Messstationen oder Messtechniken und was man nicht messen kann, gibt es nicht. Verstehe ich dich richtig, dass das, was dann dort letztendlich nachher übrig bleibt, also was nicht rausgefiltert wird, sondern was ich so fröhlich in die Umwelt hineinsetze, dass das für den menschlichen Organismus viel gefährlicher wäre als diese groben Teile. Genau, richtig. Ich sage mal, ein alter Diesel, der so schwarz raus raucht, Rust, ja, ja. Rust, ja, da bekomme ich eine schwarze Nase. Das filtert mein menschliches System raus. Aber ein Euronorm 6 Fahrzeug, das diesen Filter drinnen hat, der schießt förmlich Nanopartikel raus, die kann ich im menschlichen Filtersystem nicht mehr filtern. Die dringen direkt ein und sind lungengängig. Ja. Es ist spannend, dass das, was angeblich den Verbraucher schützen soll, letztendlich dazu beiträgt, dass er noch in besonderer Weise geschädigt wird. Ja. Also ich meine, die schwarze Nase ist zwar unangenehm, aber das Beispiel ist ja großartig, weil es deutlich macht, dass hier der menschliche Organismus als Filter funktioniert, um die Dinge rauszuhalten. In dem Moment, wo es direkt in den Organismus reingeht, also über die Lunge, in den klassischen Blutkreislauf und so weiter, merke ich das ja nicht. Ich sehe es nicht, ich rieche es nicht, ich höre es nicht, ich merke es nicht. Nur verrecken tue ich dann irgendwann daran. Ja. Der Mensch denkt, er ist vermeintlich sauber. Weil ja. Der Mensch neigt dazu, was er nicht sehen kann, gibt es nicht. Ja? Und es trifft hier auf diesen ultrafeinen Feinstaub auch zu. Ja. Ihr habt jetzt Messungen gemacht, und bei der Feinstaubproblematik und was waren da die Ergebnisse und die erstaunlichen Veränderungen, die mit dem Einsetzen der Technologie dann anders war als ohne? Ja, wir sehen es in der Folie, die eingeblendet wird. Es wurde interessanter Benzinermotorrad gemessen. Ja, wo man denkt, da gibt es sowieso keinen Feinstaub, Benziner, weil das haben angeblich nur Diesel. Ja. Und
Da wurde eben unser Stab eingesetzt, Spritsparstift, und der ist so 30 Kilometer damit gefahren mit dem Motorrad und hat vorher und nachher eine Feinstaubmessung, das Messgerät ist angeführt, das misst im Bereich von 10 Mikrometer bis 100 Nanometer runter, also den ganz feinen Staub, und da hatten wir dann gesehen eine Reduzierung von diesem ultrafeinen Staub um 90%. Ja, ich habe es vermutet, wir haben ja hunderte Messungen schon von der ASO, wo diese sogenannte Dieseltrübung, dieser schwarze Ruß gemessen wird, wo wir teilweise um 90% absenken, aber wir hatten noch nie den ultrafeinen Staub im Nanobereich, und es senkt sich genau in der Größenordnung ab, wie auch der grobe Ruß sich absenkt. Und auch das würdest du erklären oder erklärst du mit einer Optimierung der Verbrennung? Genau, richtig, ja. Also der Kohlenstoff ist ja eigentlich Kohlenstoff, der hinten rauskommt. Ja. Wir setzen den Kohlenstoff im Vortrieb um. Ja. Das heißt, es wird nutzbare Energie erzeugt und kommt nicht hinten raus als Schädigung. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass es auch das, du hast das so darauf hingewiesen, dass man ja in dem allgemeinen Verständnis bei diesem ganzen Feinstaubthema mental immer nur bei der Diesel, bei den Dieselmotoren ist. Es trifft für alle zu. Für alle, ja. Es ist so, dass die neuen Benziner, die haben Hochdruckeinspritzung und die sind sogenannte Magermotoren. Ja. Und durch dieses neue Motorenkonzept beim Benziner entsteht erstens NOx, ja. Gibt es vorher auch beim Benziner nicht. Ja, und auch dieser Feinstaub. Ja, und ADAC hat vor kurzem eine Messung gemacht an einem Smart-Benziner. Da waren die Werte 400-fach höher als der Grenzwert von Diesel an einem Benziner, an Feinstaub. Wenn man sowas misst, also wenn du sagst, das ist das, was beim Diesel erlaubt ist, wie reagiert denn dann irgendwelche offiziellen Stellen auf eine solche Information? Ich meine, an sich müsste man ja dann diese Autos sofort vom Markt nehmen. Ja, ich sage das schon seit 5 Jahren mit den Benzinern. Ich bin heute der Spinner, aber es kommt schon langsam. Mhm. Es ist jetzt so, das Thema wurde aufgegriffen, und im Jahre 2019 müssen dann auch Benziner Partikelfilter haben, ja, und auch wahrscheinlich das AdBlue, ja, weil die im Stadtbereich teilweise die Stickoxide beim Benziner höher sind als beim Diesel. Ja, Überland ist anders, aber im Stadtbetrieb ist der Benziner teilweise schlechter als der Diesel, und ich kann dann mit dieser Harnsäure das NOx reduzieren. Ja, bei unserer Technik würde das gar nicht entstehen, weil ich brauche den Partikelfilter nicht. Und wenn der Rückstau nicht da ist, durch den Filter entsteht der Rückstau, ja, weil das muss ja durchgedrückt werden. Und dadurch erhöht sich die Temperatur, und weil die Temperatur hochgeht, verbindet sich der Luftstickstoff mit Sauerstoff, und dann entsteht erst NOx durch den Partikelfilter. Und das muss ich dann wieder mit Harnsäure bekämpfen und neutralisieren. Ja. Hätte ich jetzt diesen Filter nicht, ja, habe ich den Rückstau nicht und habe auch das NOx-Problem nicht. Ja. Das ist alles, das eine wird wieder behoben, ein Problem, und ein anderes verursacht, und da muss ich wieder irgendeine Technik reinpacken, ja, dass das Problem lösen soll. Und auch da, das, was du am Anfang gesagt hast, ist durch die Veränderung und Optimierung der Verbrennung entsteht dieser Domino-Effekt der Schädlichkeiten, entsteht erst gar nicht. Genau, richtig. Ja. Also wir haben bei Kunden bemerkt, das AdBlue ist ja bekannt an Tankstellen, das ist diese Harnsäure gegen das NOx. Wir haben Speditionen, die brauchen bis zu 60% weniger AdBlue, also diese Harnsäure, weil eben schon weniger Stickstoff, Stickoxid entsteht, ja, durch die veränderte Verbrennung. Ja. Viele schalten es eh ab, aber das ist ein anderes Thema. Ne? Ihr habt jetzt auch einen Test gemacht, damit wären wir, oder kämen wir zurück zum Thema Diesel, bei einem im Prinzip fast schon einem Oldtimer, kann man sagen, also mindestens einen jüngeren Oldtimer. Genau, das war ein Land Rover, schon so 20 Jahre alt, der in der Technik sagt, der hat eine Dieseltrübung ursprünglich gehabt von 1,5.
Ja, das ist, sieht man schon mit freiem Auge, so bei einem Wert von 1,1 sieht man schon einen gräulichen Rauch, 1,5 geht schon ins Dunkelgraue und 3 wäre komplett schwarz schon. Mhm. Ja. Und der hat eben den Stift bekommen und ist dann auf 0,04 runtergegangen, das sehen wir dann in der Folie. Mhm. Und jetzt 2 Jahre später, da haben wir nur ein zusätzliches Gerät eingesetzt, das wir in der Abgasnachbehandlung haben, da haben wir 0,00. Also nichts mehr nachweisbar. Nichts mehr nachweisbar. Die Techniker, die kommen dann aus dem Staunen nicht mehr raus. Meistens wird angezweifelt, ob das Messgerät noch funktioniert. Ja, klar, das ist der einfachste Weg. Messfehler. Messfehler. Das ist wie in der Medizin die Spontanheilung oder Fehler im Röntgenbild. Wenn da nachher nichts mehr zu sehen ist, dann hat einfach die Technologie hat einfach versagt. Dann, Gott sei Dank, ich muss nicht weiter mir am Kopf über irgendwas machen. Großartig. 20 Jahre altes Dieselfahrzeug, was also im Prinzip mit der grünen, also bei uns mit der grünen Plakette völlig problemlos überall hinfahren dürfte. Ja, genau, richtig. Wir haben einige Kunden, die aufgrund dieser Entwicklung im Abgasbereich auch die grüne Plakette bekommen haben. Es ist zwar nicht immer einfach, aber es haben einige doch geschafft, ja, weil die Messung hat es dann gezeigt, dass der so sauber ist wie mit grüner Plakette, wo er vorher die rote hatte. Und bei uns im News-Bereich auf der Internetseite kann man das auch finden, wo Autos umgerüstet wurden von der roten auf die grüne Plakette. Und da gibt es dann zumindest die eine oder andere Zulassungsstelle, die bei der Geschichte dann auch mitmacht. Ja. Also das ist Zulassungsstelle oder der TÜV. Ja. Oder der TÜV, genau. Wir haben auch TÜV-Ingenieure, da war es beim LKW so, da sind wir so sauber geworden, aber die wollen da nicht genannt werden. Ja. Das ist, ja, man, der TÜV ist verflochten mit der Automobilindustrie. Ja, ja, ja. Ja. Und wenn einer sowas Böses tut, ja, statt das Auto zu entsorgen, sauber zu machen, ja, das ist schon sehr grenzwertig. Ja, das ist schon verdächtig. Ja. Also es ist im Grunde genommen protosozial. Produkt schädigend, denn wenn ich das Ding abfracke, das war ja mal so eine völlige Idiotie, die sich die Politik ausgedacht hat, dann ist das natürlich etwas, was für das Bruttosozialprodukt vernünftig ist, anstatt jetzt herzugehen und zu sagen, ich mache es sauber und damit hält es dann auch noch länger und der Motor tut es auch noch länger. Mhm. Und ich muss noch 5 Jahre warten, bis ich ein neues Auto brauche. Herbert, also das geht auch wirklich alles gar nicht. Welche Bedeutung haben denn in dem ganzen Spiel jetzt diese, du hast das schon angedeutet, diese Abgasskandaldiskussion? Hat das wenigstens so ein bisschen mal den Fokus verändert bei dem Thema Feinstaub und all der ganzen Problematik? Ist das wenigstens, gab es da wenigstens so einen positiven Effekt bei dieser Diskussion? Ja, schon. Also die Aufmerksamkeit der Verbraucher oder der Kunden ist schon auf das Thema gelegt worden, überhaupt das Bewusstsein, dass es gibt. Ja. Ich meine, es gibt zwar manche, einer hat gesagt, das glaubt er nicht, ja, dass der Partikelfilter nicht zugeht, ist jedes Monat in die Werkstätte gefahren und hat eine Differenzdruckmessung machen lassen, um festzustellen, da kommt einfach nichts rein. Ja. Und also die sich dann beschäftigen oder dass die Abgasrückführung verkokt, wie jetzt bei VW das Problem ist nach der Umrüstung, ne? Ja, das haben wir ja dann nicht. So ein Bewusstsein ist geschaffen worden und auch, dass es wirklich zu Todesfällen kommen kann, zu Feinstaub. Ja. Und ich habe durchaus Kunden, die sagen, Sprit ist mir jetzt nicht so wichtig, aber dass ich aktiv was für die Umwelt tue, dass hinten weniger Schadstoffe rauskommen, ist mir wichtig. Das gibt es jetzt durchaus mehr, war früher weniger, aber durch den ganzen Abgasskandal ist hier schon, Gott sei Dank, ja, danke der Industrie, ein Bewusstsein geschaffen worden. Ja. Du sagst, dass das, wie Dinge jetzt durch die Nachrüstung das Thema Abgasproblematik, also auf der offiziellen Ebene, versuchen in den Griff zu bekommen, auch wiederum keine intelligenten Lösungen sind. Ja, die verschieben im Prinzip die Kennlinien. Ja. Und wenn ich das mache, kann ich damit einen Verbrauch erhöhen, gewisse Schadstoffe erhöhen oder die Leistung mindern. In dem Spielfeld spielen die. Ja. Jetzt haben sie halt gewisse Schadstoffe
reduziert, nicht unter die Grenzwerte gebracht. Ja. Sie sind noch immer Faktor 2 bis 5 höher, aber deutsche Industrie mit Kraftfahrzeugbundesamt, ist ja eine gemeinsame Liga, ne, haben das durchgenickt. Und jetzt entstehen neue Probleme, hat man gehört, Abgasrückführungssysteme, die das Abgas wieder in den Motor reinführen, dass die verkoken. Das heißt, es geht zu und ist dann komplett verklumpt mit Kohlenstoff und muss in der Werkstätte gereinigt werden. Das heißt, das sind Nachfolgeprobleme, wird sicher Konzern, der betroffen ist davon, kulanterweise ein-, zweimal machen, aber auch nicht ewig. Ja. Und dann gibt es interessanterweise, das sind so Extreme, gibt es einen Motor für Porsche und auch für Audi. Die haben keine eigene zugehbaren Tank für das AdBlue, sondern da wird immer dieser Harnsäure-Tank bei jedem Service nachgetankt. Mhm. Ja. Das kriegt in der Regel der Verbraucher nicht mit. Ja. Das machen die mit dem 15.000 Kilometer Service mit. Und da ist jetzt so, dass bei einigen Modellen nach 500 Kilometer schon wieder die Anzeige war, bitte in die Werkstatt fahren. Ja. Weil durch die Umprogrammierung der Verbrauch von dem Harnstoff so hoch gegangen ist. Aber ich kann nicht alle 500 Kilometer in die Werkstätte fahren. Ne. Das sind so Nebeneffekte. Natürlich auch Leistungseinbußen, das wird zwar gesagt, ist nicht so, aber es gibt, ich habe schon einige Kunden, die mir das berichtet haben, die Gurke fährt nicht mehr, ne, nachdem umgeprogrammiert wurde. Also keine vernünftige, praktikable Lösung, weder für den Geldbeutel noch für die Umwelt, noch was Leistung oder sonst irgendwas betrifft. Also ja, rummurksen. Husch, pfusch, sagt man bei uns. Ne? Ja. Aber Hauptsache, sie dürfen weiter die Zulassung behalten. Das war das oberste Ziel. Ja. Die Nebenwirkung für den Verbraucher, der muss halt wieder schlucken. Ja. Es gibt nur wenige Kämpfer, die sich dagegen wehren, ja, auch klagen dagegen und das nicht machen wollen. Ja. Wenn man den anderen Weg gehen will, wenn du einfach mal zeigst oder zeigen könntest, wie ich mit diesem Produkt, mit diesem Stift mein Auto, ob Diesel oder ob Benziner, optimieren kann. Mhm. Ist das eine komplizierte Geschichte oder Nein. wie mache ich das? Wir haben jetzt ein neues Modell, also die Vorgängermodelle musste man ja im Tank oder in der Leitung positionieren. Und es gibt viele Kunden, die haben ein Leasing-Auto, also 60% ja, in Deutschland, und die sagen, sie wollen nicht in eine Werkstätte gehen und sie wollen es auch wieder mitnehmen ins nächste Auto. Und jetzt haben wir ein Produkt entwickelt, das so stark ist, dass es durch die Treibstoffleitung durchwirkt und auch einen Effekt dann auf den Treibstoff hat. Und die Montage ist denkbar einfach. Ihr habt hier Kabelbinder, die ich hier befestige auf der Leitung. Ja, die ziehe ich dann mit der Zange natürlich noch fest. Ja, und dann ist der Stift auf der Leitung drauf. Da kommt dann nur ein Dritter rum. Das heißt, es ist genügend Sicherheit, dass der auch hält, wenn ich es mit der Zange anziehe. Und dann ist der Stift auf der Leitung und wirkt auch durch die Leitung durch auf den Stift. Das ist unsere Neuentwicklung und das wird sehr gerne vom Kunden angenommen, weil er nicht zur Werkstätte fahren muss, weil es nicht in den Tank versenkt werden muss. Mhm. Und wie bekomme ich es dann raus? Ja. Und auch die Sicherheit, weil wir 90 Tage Geld-Zurück-Garantie haben, wenn es nicht funktionieren sollte, ja, dass er sagt, okay, dann zwicke ich es runter und schicke es zurück. Ja. Ja. Und das ist, kommt sehr gut beim Kunden an. Ja. Und ist in der Handhabung einfach und kann leicht wieder demontiert werden. Ja. Ich kann dann das aufzwicken und den Stift dann einfach wieder rausnehmen und woanders verwenden. Ihr habt ja an sich eine, was den Stift selber betrifft, extrem lange Garantie, was die Haltbarkeit betrifft. Mhm. Also ich kann das ja, wenn ich mit dem Stift arbeite, also ja, je nachdem, wie lange so ein Automobil hält, für 5, 6 Autos hintereinander nutzen und einsetzen. Also diese Veränderung, die wir da in dem Metall machen, die ist eigentlich einmal gemacht und dann stabil. Darum geben wir auch eine 30-jährige Funktionsgarantie in vielen Ländern der Welt. Und hier dürft das nicht? Nein, in Deutschland nur 10 Jahre. 10 Jahre, weil ihr kritisiert wurdet von den Verbraucherschützern oder von
irgendeiner obskuren Organisation, die sich an diesen 30 Jahren gestört hat. Genau, die haben gesagt, das ist unseriös, ja, sowas zu garantieren. Und deswegen in Deutschland 10 Jahre, hat auch schon einer der ersten Kunden angerufen, ob er noch immer funktioniert. Ne? Sage ich, er braucht keine Bedenken haben, funktioniert trotzdem noch. Nein, es ist wirklich so ein, wirklich die Abteilung Treppenwitz, dass man sich darüber aufregt. Aber es ist auch nachvollziehbar in einer auf Verbrauch und Verschleiß und Verschrottung und Abfracken ausgerichteten Wirtschaft ist natürlich eine 30-jährige Garantie eine Sünde wider den guten Verschleißgeist. Und das ist natürlich dann etwas, was nicht geht. Also ich meine, du gehst das Risiko ein und das könnte einer solchen Institution völlig egal sein, denn im Zweifelsfalle musst du gerade stehen, wenn du sagst, hält 30 Jahre und nach 25 Jahren tut es plötzlich nicht mehr, dann kann man sagen, ich habe hier 30-jährige Garantie. Aber egal. Ich bin eher schlechter Kaufmann, ja. Weil wenn ich sagen würde 5 Jahre, dann könnte ich nach 5 Jahren wieder so einen Stift verkaufen. Ja. Jetzt sage ich aber, 30 Jahre ist eigentlich für jedes Verbrauchsgeschäft schädlich. Schädlich. Ja, ja. Aber gut, es geht ja manchmal auch um was anderes als nur die Drehzahl beim Verbrauch. Okay, also wir haben gesehen, es ist etwas, was sehr schnell und sehr einfach montierbar ist mit Kabelbindern, ziehst es fest und dann tut es das, solange du das eben mit dem Auto brauchst. Und wenn du den Wagen als Leasingwagen beispielsweise zurückgibst, zwickst es ab und kannst es fürs nächste Auto verwenden. Genau, richtig. Und vor allem, ich brauche keine Werkstätte dazu, was auch viele scheuen, ja, weil es gibt oft, man kommt in die Werkstätte mit den Dingen und die sagen, was ist denn das für Blödsinn, ja, bau das ja nicht ein. Jetzt kann ich sagen, die Leitung ist relativ leicht gefunden und wenn ich es nicht finde, kann ich trotzdem in die Werkstätte fahren und fragen, wo ist hier die Spritleitung und dann fahre ich wieder, ja. Ja. Und die ist zu Hause. Ja. Dann erspare ich mir das ganze Gewäsch, was da gibt. Genau, und die Diskussionen mit irgendwelchen ungläubigen Thomasen, das ist dann auch, muss man sich nicht antun und passt dann schon, ist alles großartig. Ihr habt, das ist wiederum erstaunlich und erfreulich, mit den Wiener Verkehrsbetrieben so eine Studie, würde man sagen, oder wie würdest du das nennen? Na, Praxis. Ja. Praxistest. Ja. Also es war eh lustig, der Beginn, weil wir haben ja tausende Stifte zum Test hergegeben am Anfang. Ne? Und bei den Wiener Verkehrsdiensten habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss damit. Wir haben genug getestet. Wenn der das will, muss er es kaufen. Ne? Und der Geschäftsführer hat mir dann nachher gesagt, er wäre auf der Kippe, hat er gesagt. Also er ist ja eine große Firma, ne? Und dass er für einen Versuch da was kaufen muss, ne? Das hat er sich gut überlegt, aber wie es sich dann gezeigt hat, es hat funktioniert, er war überzeugt und inzwischen ist es ja seit 5 Jahren im Einsatz, also 5 Jahren Flottenerfahrung, das sind die Teil der Wiener Verkehrsbetriebe, die Behindertentransporte machen in Wien mit Mercedes Sprinter und die haben jetzt ich glaube, du hast die Zahl drauf, wie inzwischen die Ersparnis war, aber sie sparen zwischen 7% und 12% und bei damals 140 Fahrzeugen, jetzt noch knapp 100 Fahrzeugen, das gibt schon eine nette Summe. Das gibt eine nette Summe, genau. Und die stehen auch dazu. Die also stehen das auch ist dazu. Es gibt im Internet, im Newsbereich auch ein Interview von Time to Do, wo der Geschäftsführer Herr Flaschberger interviewt wurde. Zum Einsatz des Stiftes, das kann man nachlesen. Auch das Referenzschreiben von dem staatlichen Unternehmen ist im Internet einsichtig und die Werte sind nachvollziehbar. Ja. Nein, es ist ja vor dem Hintergrund dessen, was wir eben so ein bisschen auch mit Schmunzeln und leichter Ironie angesprochen haben, dann auch was Besonderes und was Bemerkenswertes, dass eben nicht irgendein kleines Unternehmen, sondern auch noch ein staatliches, ein großes Unternehmen zu einem solchen Flotteneinsatz steht und dann auch sagt, ja, wir haben die und die Erfahrung gemacht und das ist etwas, was positiv ist. Also es ist ja nicht selbstverständlich. Du hast ja die Geschichte der
der Rückzieher und hinter vorgehaltener Hand Informationen, die ist bei dir ja nur eine lange. Und was traurig ist, aber was eben zeigt, in welcher Verfassung wir heute bei euch, bei uns genauso in unseren Ländern leben. Das ist traurig, aber ist so. Ja. Aber der Sturm hat sich schon gelegt. Ja. Ja. Also es war 2011, wo wir im öffentlichen Fernsehen zerrissen wurden. Das war die schlimmste Zeit danach, aber wir haben das überstanden. Und wenn das alles nicht funktionieren würde, kann man keine 10 Jahre am Markt bestehen. Und ja, wir haben jetzt 10 Jahre. Ja, wobei, wenn man, wir reden ja jetzt in der jetzigen Zeit immer ganz stark auch von Fake News und von solchen Geschichten. Wenn man die Messlatte einer solchen TV-Berichterstattung an Wahrhaftigkeit und Korrektheit, ich sag mal, ankoppeln wollte, dann gäbe es solche Berichte erst gar nicht. Aber das ist eben das Traurige, dass in dem Bereich, wo es dann auf die sogenannten Richtigen geht, alle mögliche Berichterstattung dann zulässig ist und für legitim erklärt wird. Ne? Ich habe es sogar gehabt, dass der ORF in den eigenen Berichten sich selbst widersprochen hat. Ja. Ne? Das ist ja das Lustigste gewesen. Ne? Okay, ist vorbei, das ist erfreulich. Und dass da vielleicht dann auch insgesamt mal eine Bewusstseinsänderung stattfindet. Ihr habt jetzt im Augenblick eine spannende Erfahrung mit den Chinesen oder in China gemacht. Was ist denn da? Ja. Hat sich denn da entwickelt? Ja, ich dachte, in China ist Abgase ein Thema. Ja. Wurde eines Besseren belehrt? An sich ist es da schon ein Thema, aber Klammer zu, ja. Also der hat das null interessiert. Ja. Ja. Der hat das wirklich interessiert, die Spritersparnis, aber ich sage, wenn der das Ding einbaut, tut er automatisch was für die Umwelt. Ja, drum ist es egal. Und da wurden halt verschiedene Tests durchgeführt, an Baggern, an Bussen. Und Beispiel habe ich mitgebracht mit einem Betonmischer. Betonmischer, ja. Ja. Und Betonmischer war relativ einfach, weil da wurde die Trommel mit Wasser angefüllt, dann wurde Vollgas gegeben und 2 Stunden Vollgas mit Wasser drinnen, die Trommel gedreht und der Verbrauch wurde notiert. Dann wurde, da haben wir jetzt ein neues Teil dafür gemacht, das Teil eingebaut und das Ganze wurde wiederholt und dann haben wir gute 9% Ersparnis gehabt. Ja. Und der Test ist relativ stabil nachvollziehbar, ja. Und dadurch das Ergebnis ganz klar. Und das war etwas, was dann die Chinesen begeistert oder überzeugt hat, weil einfach da die knapp 10% Einsparung stattfand. Genau. Wir haben auch noch Bagger-Tests gemacht, da ja, sind wir bis zu 14% hochgekommen. Und was sie dann schon bemerkt haben, ist, ja, dass nach einer gewissen Reinigungsphase des Motors die Rußwolke hinten nicht mehr sichtbar war. Also die haben das dann selbst mit freiem Auge gesehen, es wird immer heller und heller. Ja. Das war dann schon. Das haben sie angesprochen dann auch, ja, dass sie das bemerken. Ja. Und so schaut das Teil aus, das wir in China verwenden. In China muss es halt ein bisschen größer sein. Ja. Das ist wie die größere Waschmitteltrommel wäscht besser als die kleinere. Ja. Haben zwar von der Wirkung her gleich, aber von der äußeren Erscheinung ist es anders. Und ja. Und da läuft der Sprit direkt durch? Oder da läuft er direkt durch, da wird die Spritleitung angeschlossen, da läuft er durch ja, und während Durchfluss wird es verändert. Und, ja. Und ist das jetzt etwas, was vom Testverlauf oder aufgrund der Testergebnisse auch dazu führt, dass die Chinesen hergehen und sagen, das wollen wir in etwas größerem Stil auch anwenden? Ja. Seid ihr da jetzt so weit inzwischen? Es ist jetzt durch die Tests Aufmerksamkeit haben wir bekommen von einem Hersteller. Mhm. Ja, also irgendwie bekommen die jetzt dann doch mit. Und ich möchte mal behaupten, von dem Werdegang, wie der jetzt war in China, dass das wesentlich schneller geht als hier in Europa. Ja, die sind da wirklich unkomplizierter. Da wird nicht so quasi, wenn es nicht im Lehrbuch drinnen steht, da gibt es nicht, sondern da überzeugt schon mehr die Praxis, was hinten rauskommt. Also da ist die Mentalität einfach anders. Was ich jetzt nicht weiß, muss ich ehrlicherweise sagen, aber was vielleicht eine Rolle spielen könnte, ist, dass einfach
die großen Player der Erdölindustrie dort nichts oder kaum was zu sagen haben oder weniger zu sagen haben, als das hier im Westen der Fall ist. Denn wenn du hier dich mit diesen Global Playern anlegst, dann zuckt ja selbst die Automobilindustrie schon zurück. Ja, also das ist ja das, und vielleicht ist das in China einfach. Das ist sicher anders. Grund, weil die europäische Automobilindustrie ist mit der Erdölindustrie einfach verflochten. Ja. Hat auch mit staatlichen Abgaben wie Mineralölsteuer zu tun, ja, was sicher in China ein anderes Thema ist. Ja. Mhm. Stimme ich dir absolut zu. Ja. Also da drücke ich euch die Daumen, denn das wäre ja, auch wenn das Thema Schadstoffreduktion jetzt erstmal kein primäres gewesen ist, eine wundervolle Nebenwirkung. Und wer in manchen chinesischen Städten, ich habe das selbst vor Ort mal erlebt, gewesen ist, weiß, dass da Handlungsbedarf ist. Also wir haben vom, ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht 15. oder 20. Stock unseres Hotels unten die Straße nicht mehr gesehen. Mhm. Am Tag. Weil einfach dort die Luft so krass war und im Grunde ein solcher Nebel dort, also es hatte nichts mit einem natürlichen Nebel, sondern es hatte wirklich was mit den Abgasen zu tun. Das habe ich noch nie erlebt, dass man also vom Hotel aus nicht mehr runter auf die Straße gucken konnte, weil einfach da eine Wand von Abgasen, die da entgegen, also das regelrecht abgeblockt hat. Und wenn das als Nebeneffekt dann quasi in Kauf genommen wird, weil man was ersparen kann, hat man sicherlich auch was für China und für die Chinesen getan. Also das ist schon eine gute Sache, wenn ihr da richtig eingesetzt werdet und das richtig umgesetzt wird. Ist ja so, dass der Feinstaub, ja, das ist wie bei den Wolken, wo kleine Partikel genügen, um Tropfen zu erzeugen. Ja. Auch der Feinstaub fördert diesen Smog. Ja, es ist ja nicht nur das Abgas allein, sondern die Wasserbindung ist über diesen Feinstaub erhöht. Darum hat man auch so eine Dunstglocke in diesen Städten. Ja. Und wenn wir Feinstaub reduzieren, dann wird das auch besser. Naja, und das, was man bei dem Thema Feinstaub eben nicht vergessen darf, ist, dass das etwas ist, was die Menschen direkt inhalieren und direkt in den Organismus reingeht, also gesundheitlich ganz andere Größenordnungen und ganz andere Konsequenzen hat, als wenn das irgendwie grobstofflichere Geschichten wären. Ne? Also das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Im Verbrennungsbereich gibt es noch was Neues, was du beim Thema Holz, was da von euch entwickelt wurde. Was passiert da? Was macht ihr da? Ja, es ist das Gleiche wie bei Treibstoff auch. Holz hat auch Kohlenwasserstoffketten und wir können da auch eingreifen. Und da haben wir immer ein Produkt, das wird aufgeklebt auf den Zuleitungsstrang bei Pellets- oder Hackschnitzelheizungen. Das ist aber vermehrt wie in Ländern Österreich oder im süddeutschen Bereich. Norddeutsch nicht so, aber was durchaus jeder hat, ist ein Kamin zu Hause. Mhm. Ja. Und da haben wir immer ein Produkt entwickelt, das ist so eine Filztasche. Ja. Und da legt man das Holz rein, also das hat so, ist so eine Kamintasche, wird die auch genannt. Ja, ja, ja. Und die haben wir verändert und das Holz, das man hier hernimmt, das verbrennt dann besser, genauso wie der Treibstoff auch besser verbrennt, hat weniger Asche. Zwischen die Hälfte und ein Drittel weniger Asche. Die Asche wird auch heller und Weichholz verbrennt ungefähr doppelt so lange wie vorher. Und es reicht einfach dadurch, dass diese Holzscheite in dieser speziellen, mit eurer Technologie bearbeiteten und veränderten Tasche gelagert werden, das reicht aus? Das reicht aus, ja. Idealerweise ein Tag, wenn das drinnen liegt, aber ich sag mal, so eine Sättigung von 60% hat man schon nach 2 Stunden. Ja. Ja. Naja, wenn man das, was ich was tagsüber, dann vielleicht einfach in der zweiten Tasche, dass immer eins entsprechend schon informiert ist oder bearbeitet ist, das ist ja spannend und das Holz als organisches Mittel nimmt das genauso auf wie der Sprit oder genau. Metall oder
richtig. Beim Sprit geht es schneller, ja. Das geht im Durchfluss. Ja. Und bei Holz brauche ich, sagen wir, zumindest 2 Stunden, besser ist ein Tag, ja, bis das sättigt, weil es ein Feststoff ist. Darum dauert es länger. Aber wir haben dann in der Folie auch eine Messung, wo einer auf einen Schubkarren das Produkt angebracht hat, dort das Feld Festholz reingelegt hat und dann in dem Ofen verbrannt. Und da sieht man, der hat Wirkungsgrad-Messgeräte direkt am Ofen, ja, wo die Abgastemperatur runtergeht, fast um 70 Grad und der Wirkungsgrad entsprechend steigt. Und das waren fast 3% Wirkungsgrad und man sagt, pro Prozent Wirkungsgrad ungefähr 8% Ersparnis. Ja, da liegt er im Bereich von 20%, was er sich an Holz erspart. Und du sagst, man kann das auch befestigen, an, wenn es also um eine Pelletheizung geht, an ein Zuleitungssystem? Genau, oder, richtig, wo das Pellets, da gibt es einen kleinen Zwischenbehälter, da kann man es befestigen, oder bei Hackschnitzel an dieser Schnecke, die das Holz rein befördert. Und da kommen wir auch so in Richtung 20% Ersparnis. Allerdings müssen die meisten Heizungen verstellt werden, ja, weil das Weichholz verbrennt länger, im Idealfall doppelt so lang. Und da haben wir jetzt schon oft den Fall gehabt, dass es uns das Pellet schon rausgeschoben hat, obwohl das noch nicht fertig verbrannt war. Ach so, die Heizung ist dann der Auffassung, ist schon alles fertig? Ja. Obwohl das noch gar nicht. Das liegt außerhalb sämtlicher Parameter. Die haben zwar einen Sauerstoffsensor drinnen, der die Verbrennung reguliert, aber dass das so lange brennt, das ist in der Steuerung nicht drinnen und da muss man dann die Steuerung verstellen. Wir haben selber Hackschnitzelheizung, da haben wir von diesem Faktor von 12 auf 3 runterstellen müssen, so die Geschwindigkeit von 12 auf 3, damit das nicht rausgeschoben wurde in den Aschebehälter. Obwohl es noch gar nicht verbrannt war. Ja, genau, richtig. Ja. Das verglüht dann im Aschebehälter. Da hat es aber nicht die Wirkung, wie wenn es drinnen im Ofen verbrennt. Kann man das, wenn du sagst, von 12 auf 3, ist das ja prozentual gesehen ein gigantischer Schritt nach unten oder eine gigantische Zeitverlängerung, die auf die Art und Weise eintritt. Ist das, hat das was mit einer, also 12, 3, mit einer Zeitkorrelation zu tun? Das braucht nur ein Viertel der Zeit oder so etwas? Nicht ganz, ja. Aber durch dieses langsame Reinführen kommt erst die Ersparnis zustande und die liegt dann halt im Bereich, teilweise haben wir sogar 30%, aber so um die 20%. Ja. Es ist ja extrem spannend, was mit einer solchen Technologie erreicht werden kann. Und man hat ja, wenn man sich das so alles anschaut bei euch und bei dir, den Eindruck, dass euch die Ideen auch nicht ausgehen. Also es gibt immer wieder irgendwas Neues. Ja, aber manchmal haben auch die Kunden Ideen. Ja. Wir haben schon verrückte Sachen gemacht. Die sind aber wieder in die Schublade gekommen, wo der Kunde sagt, könnt ihr das nicht mal machen? Ja, dann sagen wir, wir probieren es mal aus. Ne? Und dann kommen auch manchmal Produkte zustande. Auf jeden Fall ein, ich sag mal, großartiges Feld insgesamt, ein großartiger Aufgabenbereich und eine total geniale Kombination. Das ist auch das Besondere, dass du auf der einen Seite mit den Produkten etwas tust für die Umwelt, für die Reduktion von Schadstoff, Reduktion von Feinstaub, für eine Optimierung der Verbrennung. Und außerdem auch richtig, meine 20% oder zum Teil 30% oder auch mal weniger, je nachdem, worüber wir im Detail dann reden, sind ja auch echte Faktoren im finanziellen Bereich. Also das ist etwas, was rundherum dann irgendwie hilft, finanziell und ökologisch. Ja, also die Produkte zahlen sich in der Regel in einem Jahr selbst. Ja. Weiterhin viel Erfolg, vielen herzlichen Dank. Es braucht, das macht auch deine ganze Arbeit deutlich seit einem Jahrzehnt. Es macht, es braucht auch Durchstehvermögen und Hartnäckigkeit, um all das, wenn man da auf die Füße tritt, dann auch irgendwie wegzustecken und dann am Ball zu bleiben. Aber letztendlich, es rentiert sich für die Menschen, für die Umwelt und das ist das Gute, dass du da am Ball bleibst. Ja, danke schön. Ich möchte noch sagen, also Vertriebspartner oder die Technologie auch verbreiten wollen, sind herzlich willkommen.
Also genau, das war noch ein Punkt, den du ansprechen wolltest. Wer also überzeugt ist, jetzt nicht nur als Verbraucher, sondern auch als Mitstreiter, der soll sich bei dir melden. Ja, gerne. Gut, alles klar. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetseite mit Informationen ein zu den einzelnen Produkten, zu den, ob das das Thema Holz ist, ob das das Thema Fuel Saver und Einsparen von Sprit, die Reduktion von Feinstaub und Schadstoffpartikeln und so weiter und so weiter. All das findet ihr auf der Webseite. Natürlich Informationen zu den einzelnen Produkten. Probiert es aus. Und wie immer, ich sage das immer wieder bei solchen Unternehmen, Pionierunternehmen, das Feedback, eure Rückmeldung, was ihr an Erfahrungen gemacht habt, ist wichtig, um zu sehen, entweder was optimiert werden kann oder einfach eine Bestätigung dafür zu bekommen, dass der Weg, der hier beschritten wird, der richtig und ein erfolgversprechender ist. Und das haben wir ganz zum Schluss angesprochen, wen das Ganze nicht nur aus ökologischer und ökonomischer Sicht interessiert, sondern wer hier mitmachen und mitstreiten möchte und sich da darin auch eine berufliche Perspektive sieht, auch einfach melden und in direkten Kontakt treten. Und in diesem Sinne wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.